Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Pack Opening. Ja, schon das zweite Pack Opening in den letzten paar Tagen zu diesem Team of the Week, aber es lohnt sich auch wirklich. Es gibt immer noch so kranke Spieler, Suarez und natürlich noch Messi als Hero-Karte. Das heißt, man muss momentan ein paar Packs ziehen. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Das ist wirklich mal wieder eine richtig gute Chance, hier gute Spieler zu ziehen. Und letztes Mal haben wir schon zweimal Pedro in Form gezogen. Also es waren schon wieder einige Infos dabei. Aber ich will natürlich diesmal auch irgendwie was anderes ziehen. Außer Pedro, vielleicht mal Suarez, Coutinho oder vielleicht sogar Messi. Das wäre natürlich das Allerkrasseste. Ein paar Man of the Match-Karten gibt es auch noch. Dann würde ich sagen, starten wir die ersten Packs. Los geht's. 35 Capex gibt es auch noch gerade, also besser kann es echt nicht laufen. Danach gibt es natürlich noch die restlichen 15 Capex. 1 Million hauen wir wieder ungefähr raus. Falls ihr natürlich auch noch irgendwie ein Pack-Opening machen wollt, euch Coins fehlen, checkt mal gerne meinen Sponsor MMOGA aus. Kriegt ihr richtig günstige Coins, würde mich freuen. Mit einem Kauf unterstützt ihr natürlich mich. Link ist in der Videobeschreibung. Los geht's mit Smalling. Naja, wenigstens sogar ein Upgrade. Der hat ein Upgrade bekommen. Vielleicht ist der ein bisschen was wert. Oh Mann, Transferliste voll scheiße. Na egal. Aber ich denke mal, viel wird der, denke ich mal, nicht wert sein. Young haben wir auch noch hier als Goldspieler. Mann, direkt voll viele Upgrade-Karten hier. Okay, die Transferliste ist also leer und wir kommen zum nächsten Pack. Lasst natürlich gerne wieder ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall über 3000 Likes für dieses Pack-Opening bei euch bedanken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das schaffen würden. Weiter geht's mit Kifrak. Naja, das war jetzt kein gutes Pack. Und Suarez, aber leider nur ein Silberspieler. Scheiße. Naja, weiter geht es. Ey, komm. Die waren wirklich, das erste Pack war nicht schlecht, das zweite war eigentlich wieder kacke. Das nächste Pack wird wieder gut. Marcelo ziehen wir, Schneiderlin auch noch. Und Fred hier mit 52 Tempo. Oh mein Gott, wie kommt man auf so eine Scheiße? Wie kann man 52 Tempo im Sturm haben? Und wieder zwei seltene Silberspieler. Das ist doch immer so. Aber Marcelo geht auf jeden Fall klar. Nehmen wir mit, Schneiderlin natürlich auch. Und dann geht es direkt zum nächsten Pack. Okay, 435 Capex haben wir noch. Aber wie gesagt, ihr wisst es oft. Ich finde die 15 Capex meistens eh besser. Weiter geht's mit Mandzukic. Der hat kein Upgrade bekommen, aber Insigne hat ein Upgrade bekommen, glaube ich. Müsste eigentlich. 10.000 Price Range, oder? Kein Plan. Alter, 700 Münzen. Ich weiß es nicht. Das müsste doch eigentlich die upgradete Karte von dem sein. Kein Plan, aber müsste eigentlich. Und dann hat er nur 900 Münzen. Was soll so ein Scheiß? Diese ganzen Upgrade-Karten bringen einfach gar nichts. Muriel ziehen wir auch noch hier. Der kann auch sein, dass er ein Upgrade bekommen hat. Kein Plan. Eigentlich wusste ich nicht, dass er eine Goldkarte hat. Oh mein Gott, es geht weiter mit den Packs. Und ich habe es euch doch gesagt, es wird 100 Pro noch Special Packs geben. 10, 100 Carpacks und 10, 50 Carpacks. Natürlich werden wir die jetzt alle noch öffnen. Dieses Pack-Opening, ich glaube, das wird richtig krass, oder es könnte richtig krass werden. Es gibt natürlich immer noch Hero Messi zu ziehen. Deswegen öffnen wir auch alle Packs. Dann starten wir direkt. Los geht's. Okay, wir fangen an mit den 10,50 Carpacks. Natürlich erstmal ein bisschen locker angehen, die ganze Sache. Erstmal ein bisschen reinfinden und gucken, was es hier so für Spieler gibt. Es geht los mit Konoplyanka. Scheiße, und der ist in Form. Tolisso, Mann. Perfekt geht es los. Da ist er also endlich. Der Typ hat eigentlich so kranke Werte, muss man ganz ehrlich sagen. Die Karte ist einfach nur mega nice von dem. Und was haben wir sonst noch für Spieler? Sonst ist wirklich kein wertvoller mehr dabei. Ah, vielleicht Konoplyanka noch ein bisschen. Aber das war's dann auch. Okay, weiter geht's. 5 Packs haben wir hier nach. Noch so schnell geht das immer. Diese 50 Capex gehen immer so schnell. Backjaw ziehen wir. Der hat ein Upgrade bekommen, oder? Hat der ein Upgrade bekommen? Kein Plan. Aber ich glaube schon, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Mal sehen. 50.000 Price Range. Der hat auf jeden Fall ein Upgrade bekommen, aber es ist nur 5.000 Münzen. Was? 2.000 Münzen? Naja, egal. Ich hätte gedacht, der ist ein bisschen mehr wert. 5K ist der nur wert. Aber ist ein guter Torwart, muss man sagen. Aus diesen 5,50 K-Fix hätte ich gerne wenigstens noch einen Info. Das wäre nice. Komm, einen Info. Oh mein Gott. Gareth Bale. Hast du einen auch noch? Aber leider nur der Bruder. Oh, fuck. Gareth Bale, den habe ich dieses Jahr noch nicht gezogen. Ich bin denn auch... Oh mein Gott. Price Range bis 420.000 Münzen. Was ein 50 K-Pack. 200.000 Münzen ist der Wert. Oh mein Gott, ey, das ist ein Pack-Opening. Und wir haben einfach noch gleich die 1000 K-Packs. Alter, wenn das so weitergeht,
dann ziehen wir hier noch richtig krasse Spieler. Dann ziehen wir heute noch Messi. Ich hab's im Gefühl. Komm, 4 Stück haben wir sogar noch. Ey, da sind mir jetzt auch die Informs egal. Ob wir jetzt keinen Info mehr in diesem Pack ziehen, ist jetzt auch egal. Alter, wäre das jetzt Higuain geworden. Higuain ist es geworden. Wäre das jetzt Aguero geworden, ne, dann wäre es hier total Ende gewesen. Aber Higuain wurde auch upgraded. Alter, der ist auch jetzt richtig viel wert, aber die Karte ist auch krass. 4.000 Münzen, geht in Ordnung. Scheiße, natürlich wäre Aguero besser gewesen, ist klar, aber man kann natürlich nicht alles haben. Kagawa haben wir auch noch. Und sonst, ja, den Rest können wir abstoßen. Die letzten zwei 50k-Packs. Wenn hier noch ein Info dabei ist, bin ich sowas von zufrieden. Obwohl, ey, wir haben Bale gezogen aus diesen 50k-Packs. Da ist er doch. Der Info, den ich gerade angesprochen habe, mit Ansage, Payet auch noch. Zwei Informs und, oh, Pato haben wir auch noch. Nice. Boah, was ein Pack. Alter, Price Range bis 38.000. Oh mein Gott. 2.000 Münzen. Warum hat der Price Range bis 38.000? Ich dachte, der wäre mindestens 10k wert oder so, weil den alles überhyped haben. Nehmen wir einfach mal mit. Naja, Alter, schon wieder Begovic. Wie oft ziehe ich den eigentlich? Zwei Informs und ein Gareth Bale aus 10 50k-Packs. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Und eins haben wir doch noch. Komm, letztes 50k-Pack. Ey, wenn diese 50k-Packs schon so geil sind, dann will ich mal gleich wissen. Oh mein Gott, Alter, was ist denn hier los? Oh fuck, Lewandowski! Und sogar der 88er. Alter, was ist das hier für ein Pack-Opening? Ey, lasst auf jeden Fall ein Like da, wirklich. Das ist wirklich, wenn es so weitergeht, eines der besten Pack-Openings, ganz ehrlich. Wir haben hier so krasse Spieler schon wieder gezogen. Bale, Lewandowski, zwei Infos. Und Jonas auch noch hier als Upgrade. Und das nur aus 10 50k-Packs. Und jetzt, Leute, jetzt kommen wir zu den 10 100k-Packs. Wenn die jetzt schlechter sind, ne? Das wäre echt der totale Witz. Aber schlechter. Ey, ganz ehrlich, es wird schwer, diese Packs noch besser zu machen. Aber wir schauen mal. Und dann geht es doch direkt los. Ey, 10 100k-Packs. Das heißt, da muss ein kranker Spieler dabei sein. Ah, ich dachte, es wird wenigstens Mesut Özil. Schade, es wird leider nur Mario Götze, aber das geht in Ordnung. Wenigstens ein guter Spieler. Schon wieder Pirlo. Wie oft ziehen wir den? Das haben wir noch so. Maicon, Gündogan und diesen vielleicht noch ein bisschen gut. Aber das war's dann auch schon wieder. Naja, egal. Weiter geht's. 9 Stück haben wir noch. Komm, irgendein guter Spieler wird dabei sein. Es muss auch mal ein schlechtes Pack dabei sein. Ach, du Kacke. Hör das. Wird der beste Spieler für ein 100k-Pack. Hulbert ist natürlich ein guter Spieler in FIFA. Aber für ein 100k-Pack ist das jetzt nicht so gut. Sterling ziehen wir noch. Okay, 8 Packs noch. Komm. Lass mal eine Hero-Karte. Lass mal eine Hero-Karte springen. Ey, dann wäre es natürlich Lionel Messi. Es wird Müller. Vielleicht noch in Form, leider nicht. Batra, Krzysztof, nein, das Pack war jetzt auch nicht so gut. Weiter geht's. 7 Packs haben wir noch. Komm. Nächstes 100k-Pack. Ja, es wird Hulk, wird es. Ich dachte gerade, Neymar kann es nicht werden. Aber an Hulk habe ich gar nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, wie viel der wert ist. Aber Hulk habe ich dieses Jahr noch nicht gezogen. Und 6 Packs haben wir natürlich noch. Komm, ey, ganz ehrlich, bislang sind diese Packs schlechter als die 50k-Packs. Muss man wirklich so offen und ehrlich sagen. Otamendi wird es. Naja, wenigstens ein guter Spieler. Alexandro auch noch. Aber warum kein schlechter Inform? Warum ist hier nicht mal wenigstens ein Kack-Inform drin? Bakali hat ein Upgrade bekommen, jetzt zum Goldspieler. Aber der wird auch nicht viel wert sein. Und die restlichen Spieler sind leider auch nicht viel wert. Ey, wir sind bei der Hälfte, ganz ehrlich. Und noch keinen Inform gezogen. Jetzt wird es doch mal Zeit vor. Teng Hummels wird es. Naja, das geht in Ordnung. Aber schon wieder kein Inform. Aber Hummels geht klar. Wenigstens, wenn es sich Boateng wird, dann wenigstens Hummels. Der ist wenigstens noch ein bisschen was wert. Aber okay, komm, für die letzten zwei Packs nochmal die Mütze ab. Und dann, da muss doch jetzt kommen. Es muss noch eine gute Karte dabei sein. Komm, oh, bitte. Toni Kroos. Wenigstens mal noch bewerteter Spieler. Kuchelny auch noch. Hat ja auch ein Upgrade bekommen, oder? Ich meine schon, der könnte vielleicht noch ein bisschen was wert sein. Toni Kroos natürlich auch ein bisschen was wert. Aber das geht natürlich immer noch besser. Wovon ziehen wir auch noch? Also das geht doch in Ordnung. Und dann geht es zum letzten 100k-Pack. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich muss sagen, ich hätte mir echt ein bisschen mehr erwartet. Die 50k-Packs waren mega krass. Bale gezogen, zwei Informs gezogen und Lewandowski, den upgraded, sind in 10 50k-Packs. Und jetzt diese 100k-Packs waren alle wirklich ziemlich schlecht. Es sei denn, es kommt jetzt hier noch irgendwie Messi im letzten Pack. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall über 3000 Likes freuen. Und dann schauen wir doch mal, was das letzte Pack gibt. Nochmal in Form. Jetzt doch. Was sagen die? Sauer. Zwei Informs in einem Pack. Immobile auch noch.
Jawohl, das 100k-Pack ist mal nice. Geil, Mann. Und der müsste sogar noch ein bisschen was wert sein. Also die Mobile nicht. Aber was sagt die, glaube ich? 450.000 Price Range. Naja, nur 80.000 Münzen. Aber egal, wenigstens ist das ein geiler Inform. Hat mega krasse Werte. Und die Mobile nehmen wir natürlich auch mit. Und Hernandez war jetzt upgraded den Spieler hier. Ja, ich würde sagen, das war doch dann. Gegen Ende noch ein richtig gutes Pack-Opening. Drei Informs gezogen. Bale gezogen. Lewandowski gezogen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Über 3000 Likes. Würde ich mich richtig freuen. Checkt MMOJR, falls ihr günstige Coins noch braucht. Ihr würdet mich natürlich unterstützen mit einem Kauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.